Nichts zu plündern. Da ist doch noch ein Ast. Der hat doch noch einen Ast in der Hand. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Nicht, da ist plündern. Nichts zu holen. Schon komisch. Auch Wölfe. Sieht aus wie eine Hütte da, ne? Das sind aber viele Wölfe. Mann, der steht direkt vor dir. Und du schwingst das Schwert ins Nix, ne? Das lief schon mal gut. Besser als erwartet. Auch wenn ich die ganze Zeit irgendwie durch den Wolf ins Nix geschlagen habe. Vielleicht können wir uns in der Hütte hier heilen. Ist da ja ein Bett. Da war dann noch ein Wolf. Okay, ja. Komm schon. Da, schon wieder. Ich meine, hat der Wolf auch stillgehalten, aber das Schwert ging durch den durch. Nichts zu plündern, nichts zu holen. Da ist nichts. Okay, hab alle drei. Ja, das ist eine Mine, keine Hütte. Da haben wir wieder eine Truhe. Ein bisschen versunkeln. Dann probieren wir da wieder rum. Habe ich jetzt einen Erfahrungspunkten? Ja. Schon fast Level 8. Rechts. Rechts, links. Okay. Rechts, links, rechts, links. Rechts, links, rechts, links. Schubs. Was habe ich jetzt an Fleisch? Mein Heiltränk habe ich auch schon nicht wenig. Nee, Fleisch ist ja hier. 62 zum Futtern. Aber es dauert natürlich auch ein bisschen, das alles übers Futtern machen. Da habe ich auch nicht gegoogelt, wofür das Bier gut ist. Hätte ich auch mal machen sollen. Da habe ich ja auch gesagt, das vergesse ich. Ah, das ist ja der Bereich in die Mine. Okay, ich hätte gedacht, das wäre unten lang. Guck mal, also, da sehe ich ohne Orks daran vorbei. Oder da rein, so rum. Das war ja die eingestürzte Mine. Da ist ein Ork. Den wollen wir erstmal nichts zu tun haben. Feldräuber. Gucken, was es hier Schönes gibt. Sehr schön. Oh, die Erfahrungspunkte eventuell einfach hier gehen dann zurück und lernen nochmal Stärke. Zack. Weil in die Burg rein ist natürlich so eine Sache. Da müssen wir durch so ein Orklager halt. Weil eigentlich bin ich aber, glaube ich, einfach nur reingelaufen. Eine Rune. Hier. Ja. Teleport zum Pass vom Minental. Das ist schon mal nicht verkehrt.
hänge ich hier fest. Das ist schon mal nicht verkehrt. Dann kommen wir nämlich hier einfach uns hinporten. Na ja, gut, dass ich direkt hier den Abstecher gemacht habe zum erstmal umschauen. Man sieht das alte Lager gar nicht. Die Sterne, die sehen irgendwie ganz komisch aus. Die bewegen sich so ein bisschen, als wenn die... Ja, also wünsche euch was, weil eine Sternstuppe. Das alte Lager sehen wir gar nicht. Da reicht die Sichtweite hier nicht. So. Was springt da drauf? Hä? Okay. Da sind die Drachen. Aber irgendwo so ein Triggerpunkt erreicht. Aber das reicht ja, glaube ich, nicht. Wir müssen schon noch mit den Kommandanten in der Burg sprechen. Kommen wir jetzt hier gar nicht mehr hoch? Da war doch was. Da ist eine Truhe. Habe ich die eben nicht gesehen. Rechts. Rechts, links. Rechts, links, rechts. Das war ja easy. Aber deswegen speichere ich aber immer vor. Wenn ich das nicht machen würde, würde ich so viele Dietrichter verbrauchen. Die habe ich hier gar nicht. Und so ist es wurscht. Rechts, links, rechts. Kann man auch immer so lange rumprobieren mit ein paar Dietrichen, bis man es dann offen hat. Und so, deswegen spare ich die halt auf. Schade, dass da oben scheinen wir gar nicht mehr hinzukommen. So, ich will mal kurz jetzt nochmal speichern, weil ich den Ork jetzt mal testen will. Wahrscheinlich haut der uns direkt aus den Latschen. Okay, scheiße, das sind sogar zwei Orks, ey. Toll. Ork-Krieger sogar. So, wir haben einmal getroffen. Aber es interessiert ihn nicht wirklich. Zack. Keine Chance, wie ich mir gedacht habe. Also Ork-Krieger, ganz schlechte Idee. Ork-Speer wird da auch nicht viel besser sein. Aber ich weiß noch hinterher, wenn du dann fast beim Ende bist, wenn du übersetzt. Das ist ein Snipper. Verdammte Blutfliege. Kamera, du bist echt scheiße. Hier nix. Das ist nur ein Snap. Vielleicht schaffen wir ihn ja doch. Weil da liegt irgendwas. Das würde ich mir eigentlich gerne angucken. Sieht nämlich nicht nach einem Skelett aus, oder? Drachensnapper sogar noch. Noch besser, ey. Da sind die nochmal härteren Viecher. Die Drachensnapper. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich will die dumme Kameraführung. Einfach
einmal ein bisschen rumwedeln. Jemand habe ich schon. Mann, 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 Mann. Blöden Viecher. Hä? Was ist die denn? Da. Kann mal einer Licht anmachen hier? So. Also da hatte ich auf jeden Fall die Orks alle um die Burg drumherum platt gemacht. Da habe ich richtig aufgeräumt damals, um halt noch schön mit Erfahrungspunkten skillen zu können und so. Aber es gibt ja noch so eine Holzpalisade. Da sind auch zig Orks hinter. Die habe ich nicht weggemacht. Vielleicht versuchen wir das dieses Let's Play einfach auch mal. Weil das habe ich mich immer gefragt, was ist so dahinter? Wenn du da alle Orks killst. Oder ist mal jemand? Warum stehst du hier rum? Ich komme aus der Burg. Sie haben mich geschickt, nach den Vermissten zu suchen und die Gegend zu erkunden. Vermisste? Beim Angriff der Drachen sind einige abgehauen. Die meisten haben es nicht geschafft. Wen wundert's? Aber wenn es noch Überlebende gibt, werde ich sie zurückbringen. Kannst du mir helfen, in die Burg zu kommen? Klar, aber du musst mir einen Gefallen tun. Wenn du es bis in die Burg schaffst, dann sprich mit dem Paladin Oryk. Sag ihm, dass es seinen Bruder oben am Pass erwischt hat. Wie komme ich in die Burg? Zunächst mal kannst du den direkten Weg vergessen. Aber wenn du die Burg einmal umkreist, hast du von der Rückseite eine Chance. Du solltest die Wege meiden und den Fluss nutzen. Am besten du schwimmst ein Stück flussabwärts, von da an ist es leichter. Hinter der Burg steht eine Orgramme. Darüber kommst du hinein. Schleich dich so nahe wie möglich an die Orks ran und dann lauf. Wenn du schnell genug bist, kannst du es schaffen. Was muss ich über diese Gegend hier wissen? Wenn du überleben willst, dann geh zurück. Wo auch immer du hergekommen bist. Die Grünfälle belagern seit Wochen die Burg. Und irgendwo verstecken sich auch diese Drachen. Das ganze Minental wimmelt nur so von Orks. Ganz egal, wo du hin willst, das wird kein Spaziergang. Ja, gut. Snapper, da sind Lurker. Aber vielleicht trotzdem unbehelligt dran. Wobei. Hätte ich die Frage, ob wir über die Ramme so easy darauf kommen. Weil es kann gut sein, dass wir auch einfach von dem Ork natürlich gehittet werden. Verdammt, das ist ein Lurker. Ich glaube, wir sollten tatsächlich nochmal zurückgehen, ein paar Erfahrungspunkte sammeln, um zumindest nochmal irgendwie 10 Stärke mehr zu haben. Aber ich würde jetzt lieber gerne eben den Bericht mir einsacken aus der Burg. Um dann vielleicht im Rang aufzusteigen, um mir eine bessere Rüstung zu kaufen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die Ramme ist. Da ist die Palisade, von der ich gesprochen habe. Boah, scheiße, ist ja alles voll dahin. Weil dass die mich hier jetzt gleich in Ruhe lassen. Also das werde ich nicht überleben. Aber ich will zumindest den Weg in die Burg finden.
Warum lassen die Blutflecken eigentlich nicht von mir ab? Ich würde meinen, dass die mittlerweile längst aufgegeben haben. Ich bin noch viel zu weit rum. Nö, das können wir vergessen. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Ja. Ah, wir sind auch wieder hier oben. Okay. Sagen, wo bin ich jetzt rausgekommen? Ja, wir könnten einfach noch versuchen, da Dexter zu killen. Die Quest weiterzumachen. Ich wollte ja eigentlich eh erst so unters Hof. Aber jetzt war ich gerade eben hier. Deswegen habe ich gedacht, das könnten wir schon mal versuchen. Wir haben eben gesehen, ja, wie gut ich einen Lurker besiegt kriege. Nichts zu holen. Okay, der ist noch da. Ich schon gedacht, da wäre noch Fell drin oder so. Ich dachte, die werden schon despawned. Ja, das ist doch der Ork. Das ist ein Ork-Krieger, den schaffen wir auch nicht. Da wollen wir noch nicht lang gehen. Nehmen wir aufgrund des Videos und der Tatsache, dass uns einer gesagt hat, dass da Drachen sind, wird das nicht dem Lord Hagen reichen, dass er uns glaubt. So Leute, wollt ihr mal, was ich zu erzählen hab? Ich schnurze egal, ne? Dann gehen wir da mal erst ins Bett, damit es einfach schon hell ist. Ja, und wir regeneriert sind für weitere Monster-Killen. Ja, nur das Bett steht direkt vorne. So. Und natürlich regnet es wieder. Natürlich. Dann wollen wir mal gucken, dass wir die Scavenger da auf der anderen Flussseite erledigen. Beide aufgegeben. Zack! Aber er hat mich auch erwischt. Die müssen mich immer auch hitten, die Viecher. Aber da haben wir unseren Stufenaufstieg. Ja,
soll ich sagen, gucke ich mal den Onas Hof, so die Schale abgeben, guck, was da noch irgendwie so Quests ist, dann halt den Dexter nochmal versuchen und dann mit Laris das eine Ornament holen.